alles gut. Ja, mit einem Schlag. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das, was nicht mein, ist nicht zu sehen. Die Suche muss wohl weitergehen. Was? Buttercup, das war nicht der Ball, oder? Doch, das war er. Ich verstehe das nicht. Buttercup, jetzt reicht's. Ich reduziere dein Golfergebnis um mindestens 3 Strafschläge. Hey, dieser Bleistift kommt mir bekannt vor. Ist das ein Golfbleistift von Wooly? Hudiu, hudiu. Hudiu, hudiu. Hudihu, es ist vollbracht. Ab nach Haus, hat Spaß gemacht. Hudiu, hudiu. Hudiu, hudiu. Ah, ich glaube, sie wollte nur den Bleistift. Wow, Blossom. Wie es aussieht, bist du hier die kleine Diebin. Aber ich... Woher hast du die Trompete? Wo ist sie? Oh, na toll. Hat jeder hier in Townsville was vom Golfplatz mitgehen lassen? Na, egal, ich geh ins Bett. Schmerzen. Blossom, da bist du ja. Das mag dich jetzt überraschen, aber ich weiß, dass du nicht beim Zahnarzt warst. Wie kommen Sie denn darauf? Sieh mal, Buttercup. Ich habe hier eine Rechnung für 2 Töchter. Nein! Mein Zahnarzt! Angst! Ach, Blossom. Wenn du Angst hast, hättest du es sagen müssen. Ich hätte dir doch beigestanden, die ganze Zeit. Ich werde dir beistehen, aber du musst gehen. Na gut, Professor. Ich gehe. Ich hab gesagt, ich verpasse dir mehr Zahnschmerzen, wenn du nicht gehst. Und ich hab eben doch gesagt, ich gehe. Oh, mein Fehler. Danke, Doktor. Hey, und wie lief's? Nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich hätte nicht so lange warten sollen. Tut mir leid, dass ich euch das zugemutet habe. Hey, ist schon gut. Wie heißt es so schön? Dann kommt die Sonne und du kannst wieder fegen. Sie trocknet den Regen, Buttercup. Sie hat recht, Buttercup. Ja, sie hat recht. Nun, Blossom, wie wär's denn, wenn wir uns jetzt ein Softeis holen? Das klingt wie was, das mich zum Lächeln bringt. Hm, deine Schneidezähne sehen etwas schief aus. Vielleicht sollten wir zum Kieferorthopäden wegen einer Spange. Null Problemo! Keine Spange! Oh, jetzt reicht's! Okay, vielleicht sind es doch mittelgroße Mutantenspinnen. Ich hatte keine Angst, sehe ich so aus? Habt ihr Angst? Ah! Oh, es bubbelt zuerst! Sie ist die fleischigste! Das stimmt! Oh, Entschuldigung! Hallo, Mädels! Ach, du liebes Gott! Bleibt dran für mehr Zombie-Mimen bei der Halloween-Filmnacht. Oh Mann, diese Mimen hätten nicht die geringste Chance gegen Buttercup von Helsing. Viel Glück damit. Jeder Zombie-Mime wird von einer unsichtbaren Box abgeschirmt. Die kann man nicht anfassen. Das sieht mir wirklich nach einer sauren Gurkenzeit aus. Ich rufe die Mädchen an, damit sie helfen, denn ich bin der Bürgermeister. Piep, boop, piep, boop, boop. Super Gurkentelefon, Babs. Oh, es ist das richtige Telefon. Bürgermeister? Gucken Sie denn auch gerade Zombie-Mimen? Der Bürgermeister ist in Schwierigkeiten. Na los, Mädels! Wir können das schaffen! Ihr wisst doch, Rosi, die Mieterin. Na, die auf dem Poster. Tja, es geht wieder los.